Einen schönen guten Tag, liebe Kunstfreunde. Hier ist Anne Pross von Anne Pross Kunst. Heute habe ich mir ein Aquarellpapier aufgelegt und habe mir eine grüne Acrylfarbe genommen, die ich mittels einer Schablone und einem Schaumstoffstempel auf das Papier auftrage. So ergibt sich ein schönes Grundmuster mit einer gelben Farbe und einer Gummispachtel verteile ich die gelbe Farbe auf dem Blatt. Nun benutze ich Acrylbinder, um das Bild so wie es ist zu konservieren, mit einer stark verdünnten weißen Farbe streiche ich darüber. Nun habe ich mir eine blaue Tinte genommen. Damit betone ich diese Linien, die ich vorher schon mit der weißen Farbe gezogen habe. Mit einer Sprühflasche trage ich Wasser auf und lasse die Farbe etwas verlaufen. Mit einer gelb-weißen Farbe male ich jetzt Teile des Bildes aus. Mit einer dunkelblauen Metallic-Acrylfarbe setze ich Umrahmungen um einzelne Elemente des Bildes. Nun habe ich mir eine dunkelblaue Farbe verdünnt, die ich hier an verschiedenen Stellen auftrage.
Das gleiche geschieht mit einer weißen Farbe, die etwas noch mit dem Blau verbunden ist, was ich vorher aufgetragen habe. Mit einem Holzstäbchen und weißer Acrylfarbe gebe ich noch gewisse Akzente dazu. Mit einer blauen Lasur gehe ich noch einmal über das gesamte Bild, um das Ganze besser noch darzustellen. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Eure Anne Pross. Ciao.